Und das Erste, was ich zu ihr gesagt habe, war, Gott gibt uns eine zweite Chance. Wir müssen gucken, was wir daraus machen. Hi, mein Name ist Manuel, das ist meine Frau Maria. Und wir wollen dir in diesem Video erzählen, wie wir zu Jesus gefunden haben und wie unser Leben mit Jesus jetzt so vonstatten geht. Wir hatten beide das Privileg, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen und sind von klein auf mit dem Glauben an Gott aufgewachsen, mit den regelmäßigen Kirchengängen. Aber für mich persönlich hat sich dann im Teenageralter was verändert. Ich würde nicht sagen, den Glauben an Gott verloren, aber ich habe die Beziehung zu Gott verloren. Ich habe nicht mehr in einer Beziehung mit Jesus, mit Gott gelebt. Und so bin ich meinen Weg gegangen und so haben wir uns auch kennengelernt. Und dann haben wir auch geheiratet und eine Familie gegründet und sind so, wir wussten, was richtig ist, sind aber einfach den Weg gegangen, ohne uns wirklich die Entscheidung getroffen zu haben, wir wollen unser Leben Jesus abgeben, Gott abgeben und ein Leben mit ihm führen. Und wir hatten dann ein sehr einschneidendes Erlebnis. 2016 hatten wir einen schweren Verkehrsunfall und der hat unsere Beziehung zueinander, aber vor allem auch unsere Beziehung zu Gott nochmal wirklich aufgerüttelt und unser Denken zu diesem Thema auch verändert. Es war Freitag gewesen, es war ein sehr sonniger Tag, vor allen Dingen ein sehr heißer Tag. Und wir hatten, glaube ich, 7 Uhr abends oder 6 Uhr abends und wir wollten zum See fahren. Hatten aber vorher noch Hunger gehabt, sind also nochmal zu einem Imbissrestaurant gefahren und haben uns was zu essen geholt. Und auf dem Weg zum See, ist dann halt einfach der Unfall passiert. Wir können uns beide an den Unfallhergang nicht erinnern. Wir wissen also wirklich nur von Erzählungen, wie das da gelaufen sein muss. Aber wir sind auch froh darüber, dass wir das nicht wissen, weil wir keine Angst vorm Autofahren haben. Das ist, glaube ich, auch, wenn man sowas erlebt und wenn man das dann auch immer im Hinterkopf hat, schwer. Ja, also wir wissen selbst von dem Unfall nichts. Aber was wir wissen, ist, wissen wir halt von Erzählungen. Wir waren auf jeden Fall zu dritt im Auto. Wir beide, meine Frau saß hinter mir und wir hatten noch einen Freund mit, der war Beifahrer. Und im anderen Auto waren auch drei Frauen. Wir sind frontal zusammengestoßen. Der Beifahrer hat dann meine Frau noch aus dem Auto rausgeholt. Sie saß hinten, es waren drei Türer, also hat er die auf seiner Seite mit rausgeholt. Meine Frau hatte eine Verletzung im Gesicht und die Hüfte war ausgerenkt. So wurde sie dann hinter die Leitplanke von ihm erstmal gebracht. Dann ist er zu mir an die Tür gekommen und hat versucht, mich rauszuholen. Das hat aber nicht funktioniert. In der Zeit waren dann auch schon mehrere Helfer da. Ein Helfer vor Ort war mein Kleinkousin, mit dem konnte ich mich nachher auch noch unterhalten. Es war wirklich so, dass ganz schnell auch Polizei und Feuerwehr und Krankenwagen alles da war. Ja, Gott hat das so geführt, dass zu dem Zeitpunkt in Köln-Merheim ein Oberarzt im Helikopter im Notdienst war. Der ist eigentlich Oberarzt, operierender Oberarzt in Köln-Merheim und steht nur im OP, hat aber das Privileg, wie er das damals selbst gesagt hat, dass er zwischenzeitlich auch Notarzt im Heli ist, im Flieger in Köln. Ja, er ist dann mit dem Helikopter angeflogen gekommen und die Feuerwehr hat mich aus dem Auto rausgeholt und dann hat der gute Mann mich dort reanimiert und alles gegeben, um mir das Leben zu retten. Und wurden dreimal reanimiert, einmal am Unfallort, einmal im Helikopter und dann einmal noch im Aufwachraum. In 7 Minuten hier von Heimatsheim mit dem Helikopter nach Köln. So schnell war ich noch nie in Köln und ich war auch noch nie im Helikopter. Jetzt war ich einmal und daran kann ich mich nicht erinnern. Also auch ein bisschen. Ja, wir haben auch nachher viele Gespräche mit dem Arzt geführt und
Der Arzt hat gesagt, er hat in seinem Leben so schwere Fälle gehabt und ich war der Einzige, der es überlebt hat. Also auch für ihn war das eine sehr unerklärliche Sache. Und im ganzen Verlauf, im Nachhinein, merkt man auch wie ein roter Faden, dass Gott einfach seine schützende Hand über uns gehalten hat. In dem Unfall, in den ganzen Nachbehandlungen, aber auch nachher in der Genesungsphase. Ja. Ich wurde in ein anderes Krankenhaus gebracht wie mein Mann. Und zwar wurde ich nach Bonn gebracht und wurde auch direkt am Unfallort in ein künstliches Koma gelegt, weil ich ganz hysterisch nach meinem Mann gerufen habe. Und die Verletzungen wohl scheinbar so schmerzhaft für meinen Körper waren, dass das sein musste. Ich wurde den ganzen Tag und quasi die ganze Nacht lag ich da im künstlichen Koma und wurde langsam wieder zurückgeholt. Und mir war zu dem Zeitpunkt, als ich wach geworden bin, war zu dem Zeitpunkt mir gar nicht bewusst gewesen, was überhaupt passiert ist. Also, weil ich einfach den Zusammenhang, weil ich ja nur ganz genau wusste, okay, wir sind unterwegs zum See und aufgewacht bin ich im Krankenhaus. Ich habe einfach den Zusammenhang überhaupt gar nicht wahrgenommen. Mir wurde auch überhaupt gar nicht gesagt, was passiert ist. Einfach es wurde gesagt, meinen Eltern wurde erzählt, dass wenn den Ausmaß, was passiert ist, mir erzählt wird, dass es einfach sein kann, dass ich ganz hysterisch werde und dann nochmal ins künstliche Koma gebracht werden müsste. Und aus dem Grund wurde mir einfach der Ausmaß, dass mein Mann so stark verletzt ist, dass er eventuell überhaupt gar nicht überleben kann. Hier einfach gar nicht geschildert. Was zu dem Zeitpunkt vielleicht auch gar nicht verkehrt war. Ich wurde ganz, ganz langsam wieder geholt. Dann wurde ich halt von der Intensivstation auf die normale Station gebracht. Ich hatte die Verletzung, dass ich halt ein Gesicht Schnittwunden hatte, die dann genäht werden mussten. Das war jetzt eigentlich gar nicht so problematisch. Das Einzige, was ich hatte, war, dass meine Hüfte ausgerissen war und die musste mir zurückgestellt werden. Genau, und musste auch erstmal, ich weiß gar nicht, wie lange, eine lange Zeit in so einer Bandage liegen, einfach weil das ganz fixiert werden musste. Und musste dann auch das Laufen neu lernen. Das konnte ich halt nicht von Anfang an. Das wurde mit Physiotherapie und genau, habe ich das Laufen gelernt. Und erst so, als ich oben auf der normalen Station lag, wurde mir der Ausmaß von dem Unfall geschildert, was alles passiert ist. Wie stark mein Mann verletzt ist, dass er immer noch in Lebensgefahr ist. Und aber zu dem Zeitpunkt habe ich immer, ich habe mich zu diesem Zeitpunkt selber geschützt. Ich habe immer nur gesagt, wenn er lebt, das reicht mir. Mehr will ich nicht wissen. Genau. Und dann ich habe mir auch dann ab dem Zeitpunkt, dass ich wusste, dass er schwerer verletzt ist als ich, habe ich mir den innerlichen Druck gemacht, dass ich schnell laufen lernen muss, dass ich einfach schnell fit werden muss, einfach um ihn nachher zu unterstützen. Habe innerhalb von, ich glaube, 2 Tagen oder was, habe ich schnell das Laufen gelernt. Und meine Bitte war dann, ich lag in Bonn, dass ich nach Köln verlegt werde zu ihm. Ja, das wurde dann auch umgesetzt. Ich wurde dann zu ihm verlegt. Und hatte dann die Möglichkeit, wo ich wirklich stabil war, dass ich dann im Rollstuhl runtergefahren werden konnte zu ihm auf die Intensivstation. Davon habe ich natürlich gar nichts mitbekommen. In der Zeit lag ich noch im Koma. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber es waren mehrere Tage, die ich auch in akuter Lebensgefahr im Koma war, wo meine Familie einfach auch nicht wusste, schafft er es oder schafft er es nicht. Ich weiß, dass der Arzt bei mir war und mit mir geredet hat und mir dann auch erzählt hat, wie er es nach dem Unfall erlebt hat. Und er sagte zu mir erstmal, deine Frau hat die ganze Zeit nach dir gerufen, hat die ganze Zeit gefragt, wie es dir geht.
Und dann musste sie auch wirklich, weil sie auch rumgelaufen ist und man sie nicht wirklich bändigen konnte, weil sie aber die Hüfte hatte, musste sie dann wirklich in den Krankenwagen und direkt auch weggebracht werden. Mich musste man aus dem Auto raus schneiden, mehr oder weniger. Und der Arzt hat noch mit mir geredet, als ich noch im Auto fest war. Und er sagte zu mir, ich habe dich gefragt, wie du heißt, und du hast mir deinen Namen gesagt. Und dann hast du mich gefragt, wo ist meine Frau? Und ich sagte zu dir, mach dir keine Sorgen, deine Frau lebt. Und dann hast du aufgegeben. Und dann musste alles ganz schnell gehen, weil dann habe ich einfach aufgehört zu kämpfen. Und die mussten mich aus dem Auto rausholen und mich reanimieren. Und für ihn war das so, er hat das als einen sehr bewegenden Moment in seinem Leben geschildert. Und dann wurde ich mit dem Helikopter nach Köln gebracht, in den Schockraum. Dort wurde dann erstmal geguckt, was hat er, was muss gemacht werden, was muss jetzt sofort gemacht werden. Meine Familie oder unsere Familie hat dann auch irgendwann Bescheid bekommen, wo wir sind, was wirklich los ist, wie es wem geht. Und auch, dass es um mich dann so schlimm ist. Und ja, damals war meine Familie dann auch ganz schnell in Köln-Merheim im Krankenhaus. Unser Pastor war dort, hat meine Familie seelisch unterstützt. Ja, und das allererste, woran ich mich erinnern kann wieder, ist, dass ich so langsam wach werde, es dämmert und meine Frau kommt im Rollstuhl reingefahren. Und ich weiß, dass meine Mom schon da war. Ich glaube auch noch andere aus der Familie. Aber meine Frau kommt mit dem Rollstuhl reingefahren und ich habe mich so gefreut. Also auch die Familie hat nachher erzählt, ich habe so angefangen zu zappeln. Und obwohl ich noch Fixateure im Oberschenkel hatte, einen Fixateur im Hüftbereich, habe ich angefangen, mich so zu bewegen und mich so gefreut, meine Frau zu sehen. Und ich wurde da noch beatmet und hatte auch ganz viele Schläuche noch im Mund und durch die Nase. Konnte nicht viel reden. Aber das Nächste, was ich dann wieder klar weiß, war das erste Mal, wo ich mit meiner Frau geredet habe. Und das Erste, was ich zu ihr gesagt habe, war, Gott gibt uns eine zweite Chance. Wir müssen gucken, was wir daraus machen. Also es war unterbewusst war schon so viel passiert, dass ich mir die Frage nach warum und wieso gerade ich und wieso gerade wir und was soll jetzt werden. Ich wusste noch gar nicht, ob ich mein Bein behalten konnte, aber das war alles irrelevant. Das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist und worüber wir uns auch wirklich unterhalten haben dann nach dem Unfall, war, dass Gott uns eine zweite Chance gibt und dass wir das hier angehen möchten zusammen. Also wie vorher schon erwähnt, hat man durch diese ganze Situation, den Unfall, den Genesungsprozess, durch alles hat man wirklich wie einen roten Faden gesehen, wie Gott uns geleitet hat, wie Gott uns geführt hat, wie Gott uns Kraft gegeben hat durch die Zeit, das durchzustehen als Familie und wie Gott auch wirklich in unserem Leben in dieser Zeit Wunder gewirkt hat. Eine Sache würde ich vielleicht noch hervorheben. Ich habe auf einmal, ich war schon auf der normalen Station, habe ich einen ganz schlimmen Rush bekommen, einen Ausschlag am ganzen Körper. Und keiner wusste, woher es kommt. Dann wurde mir die Bettwäsche von zu Hause gebracht, weil man gedacht hatte, vielleicht kriegt man das damit hin. Dann waren Ärzte von der Mikrobiologie da und haben Proben genommen. Und es wurde eingecremt und alles Mögliche wurde versucht. Und es ging einfach nicht. Der Ausschlag ging nicht weg. Ich konnte gar nicht mehr schlafen. Ich war auf Schlaftabletten und trotzdem nicht am Schlafen. Das war so. Mehrere Tage hatte sich das schon so gezogen und dann war ich an dem Punkt, wo ich wirklich den ganzen Nachmittag, meine Frau und mein Bruder waren bei mir und ich habe den ganzen Tag Nachmittag nur geheult. Und die saßen bei mir und haben mit mir geheult, aber man konnte einfach nichts machen, ne? Und irgendwann bin ich dann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, wisst ihr was, mir kann keiner mehr helfen jetzt hier, aber Gott kann uns helfen, Gott kann mir helfen,
lass uns beten. Und ich weiß nicht, warum das damals so lange gedauert hat, bis wir an diesen Punkt gekommen sind. Aber wir mussten erst richtig brechen. Und wir sind zu dritt, meine Frau und mein Bruder haben sich ans Bett gekniet und wir haben zu dritt eine Gebetsgemeinschaft gehabt, wie ich sie vorher noch nie gehabt habe. Es war ein so intensives Gefühl. Und ich hatte danach, habe ich gesagt, ihr könnt jetzt fahren, wir schaffen das. Also ich schaffe das jetzt. Und mein Bruder und meine Frau meinten, nee, wir bleiben, bis du eingeschlafen bist. Und ich bin dann wirklich, innerhalb von einer halben Stunde bin ich eingeschlafen, habe die Nacht durchgeschlafen, bin am nächsten Morgen wach geworden. Und der Ausschlag war nicht weg, aber der Ausschlag war viel, viel besser. Und innerhalb von 2-3 Tagen war der Ausschlag weg. Und sogar die Ärzte und die Krankenschwester kamen nachher und meinten, ja, das ist ein Wunder. Also das kann man sich nicht erklären. Wie das einfach so kommt und geht, das ist unerklärlich. Und ja, für uns war es aber erklärlich. Wir haben in diesem Moment wirklich ganz persönlich, wir persönlich hatten das Privileg, die Kraft Gottes zu spüren. Und das war ein unvergessliches Erlebnis damals da im Krankenhaus. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir keine persönliche Beziehung zu Jesus gehabt. Wir wussten ganz genau, dass Gott seine schützende Hand über uns gehalten hat. Und dass er uns durch den Unfall, durch die Genesung geleitet oder geführt hat. Und so war uns auch bewusst gewesen, dass wir uns bekehren wollen. Wir haben uns dann im Krankenhaus für Gott und haben uns dann für Gott entschieden und haben uns dann dort bekehrt. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann quasi mit Gott gelebt. Und man merkte einfach, wie Gott uns durch die Genesung, also oder durch die Zeit uns getragen hat. Also es gibt immer noch viele Ups und Downs im Leben. Die gibt es immer. Keiner ist perfekt. Aber für uns ist da der Cut gewesen. Wir haben uns entschieden und Gott hat uns angenommen und wir sind Nachfolger Jesu geworden. Und manche Leute verstehen das von Kindheit auf und sind da praktischer als wir. Und manche, so wie wir, mit denen muss Gott anders sprechen. Und für mich ist es ganz klar, dass Gott durch den Unfall mit mir geredet hat und Gott mir auf eine harte Art und Weise gezeigt hat, wie groß er ist, aber dann auch sehr stark gezeigt hat, wie groß er wirklich ist und wie stark er ist, um dir auch aus diesen Situationen rauszuhelfen. Im Teenageralter war ich mit meinen Eltern in Tschechien, bei Bekannten von meinen Eltern, bei Freunden. Und ich war schon so, dass ich nicht mehr in der Beziehung mit Jesus gelebt habe und dass ich auch daran gezweifelt habe, gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott. Und die Frau dort, die Freundin von meiner Mama, die hat viele Gespräche mit mir auch gesucht, auch zu diesem Thema. Ich habe sie dann gefragt, habe zu ihr gesagt, weißt du, ich sehe Gott in meinem Leben nicht. Ich sehe ihn einfach nicht. Er ist, wie soll ich an etwas glauben, wovon ich überhaupt nichts mitbekomme? Und damals hat diese Frau zu mir gesagt, weißt du, Manuel, wenn Gott sich zeigt, wenn Gott mit dir spricht, dann kann das auch sehr wehtun. Und erst jetzt, 15 Jahre später, darüber nachgedacht haben, wo wir reflektiert haben, was der Unfall für uns bedeutet hat, was der Unfall mit uns gemacht hat, sind mir diese Worte der Frau wieder in den Kopf gekommen und ich habe einfach, ich durfte so verstehen, was sie damals gemeint hat und wie groß Gott ist und wie stark er ist und wie sehr er uns in diese Situation gebracht hat. Aber mit wie viel Kraft und Macht er uns dann auch aus dieser Situation rausgeholfen hat und uns einfach zu neuen Menschen gemacht hat. Und wo wir jetzt einfach im Vertrauen auf ihn unser Leben leben dürfen und alle unsere Sorgen und Nöte
Und auch alle weiteren Schäden vom Unfall, die wir mit uns tragen werden und tragen müssen, abgeben dürfen und trotzdem voller Zuversicht in die Zukunft blicken können. Und dass wir einfach wissen, dass wir einen Fürsprecher oben haben, Jesus, der für uns gestorben ist, der unsere Sünden auf sich genommen hat und durch den wir errettet sind. Wir führen eine persönliche Beziehung mit Jesus und sind einfach gespannt auf die einfach auf die weitere Wege, die Gott noch für uns bereithält. Und dasselbe steht auch dir zur Verfügung. Auch du kannst die Entscheidung treffen und auch du kannst dein Leben Jesus abgeben und dein Leben mit ihm leben und voller Zuversicht in die Zukunft schauen.